Jo Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. So wie immer haben wir wieder mal ein neues Fahrzeug auf dem Kanal zu sehen. Diesmal ist es wieder mal ein VW geworden. Da fühle ich mich natürlich auch am wohlsten. Und ja, warum habe ich mich jetzt für dieses Fahrzeug entschieden, obwohl ich ja schon den Focus habe? Ihr wisst, der Focus, das ist ein Spaßprojekt. Dieses Jahr soll ein bisschen als Daily funktionieren, aber einfach nur, weil es einfach so ein kleiner Traum von mir war, immer so mal so ein Auto zu besitzen. Aber auf Langzeit ist das einfach zu teuer und es ist dann doch nur irgendwo nur ein Spaßauto. Und dann musste irgendwas her, was man wirklich alltagstauglich ist. Keine Ballerbude wie der Fiesta oder sowas. Sind einfach, oder Fiesta und Focus sind beides Ballerbuden. Fiesta noch ein bisschen mehr als der Focus, aber der Fiesta ist mittlerweile verkauft, gewinnbringend. Und von dem Geld habe ich mir jetzt diesen VW hier gekauft. Viele Leute werden es am Armaturenbrett erkennen. Es ist ein Polo 9N3 mit einem 1,2 Liter Dreizylindermotor. Geplant, ihr denkt so direkt, oh, Tuningmaßnahmen, was tunet er jetzt? Nein. Ich schwöre es euch, ich versuche das Auto original zu halten. Ich versuche es. Es wird schwer, aber ich versuche es. Original nicht. Aber es wird nicht unnötig getunt, sondern es wird sinnvoll umgebaut. Das heißt, getunt, umgebaut, kann man alles nicht so sagen. Es wird einfach alltagstauglicher gemacht. Ich zeige euch das Auto aber gleich erstmal. Erstmal nur so ein paar kleine Eckdaten von dem Auto. Wie gesagt, wir haben einen 1,2 Liter Dreizylinder, 70 PS. Das Auto ist Baujahr 2007, 18.12.2007 ist Erstzulassung von dem Wagen. Und 193.000 Kilometer auf der Uhr. Ist für den Motor tatsächlich relativ viel. Ich habe auch einige weite Strecken mit dem Auto geplant. Also das wird unser Roadtrip-Begleiter werden. Und ich behalte das Auto tatsächlich so lange, bis er einfach kaputt geht. Also der muss jetzt im November zum TÜV. Da mache ich schon mal TÜV drauf. Und dann will ich ihn zumindest, wenn der Motor es aushält, die 2 Jahre TÜV fahren. Und danach mal gucken. Keine Ahnung, was damit passiert. Aber auf jeden Fall, die Zeit soll er mindestens bleiben. Schaut jetzt nicht vorhin nochmal zu verkaufen. Es sei denn, er macht großartige Probleme oder sonst was, ich weiß nicht. Aber es soll auf jeden Fall langfristiger bleiben, das Auto. Und uns halt so ein bisschen als Alltagsauto begleiten und halt generell für Roadtrips. Auch als Anhängerfahrzeug. Dazu komme ich aber gleich erstmal. Das Auto hat mich gekostet 2300 Euro. 2350. Wie gesagt, er hat relativ viel gelaufen. Für den Motor. Ich weiß auch nicht, wie lange er mitmacht. Ist halt nur ein Dreizylinder, 1,2 Liter. Ist halt jetzt nicht der robusteste Motor, aber er ist sparsam und das war mir wichtig. Es sollte günstig sein, das Auto. Und was mich noch sehr daran gereizt hat, wir haben hier eine sehr, sehr schöne Ausstattung für so ein Polo. Und zwar, wir haben hier, wie ihr seht, eine Sitzheizung verbaut und dann ein ESP-System. Das haben die alten Polos auch nicht alle. Wir hatten schon mal einen Polo 9N vor Facelift, also den 9N1. Da hat zum Beispiel kein ESP gehabt, keine Sitzheizung. Dann haben wir hier eine Klimaanlage verbaut. Es ist keine Klimaautomatik, eine normale Klimaanlage, aber es reicht völlig. Und wir haben einen Tempomaten verbaut. Ist das nicht verrückt? Ein Tempomaten bei 70 PS, Baujahr 2008. Sehen wir, ich starte das Auto mal ganz kurz. Es ist mega warm. Dann mache ich doch direkt meine Klimaanlage an. Es ist unfassbar warm, Leute. Es ist unfassbar. Tempomaten erkennen wir hier oben dran. Ich mache das aber hier ein bisschen runter. Und das war halt so eine Sache, wo ich gesagt habe, hey, das Auto ist voll cool. Und besonders, er sah auch voll gepflegt im Innenraum aus. Ich habe hier gerade noch ein Tuch auf dem Beifahrersitz liegen. Aber so die Sitze und alles sind jetzt nicht großartig verfleckt, aber halt normale Flecken halt so, ne? Die kommen halt so über die Jahre. Wir haben auch hier ein paar Brandlöcher und so, aber er sah jetzt nicht hart ungepflegt auch aus. Hier das Lederlenkrad sieht jetzt nicht groß abgegriffen aus oder hier. Das sieht halt alles noch sehr, 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 sehr gut aus für das Auto, finde ich. Da haben wir hier natürlich ein Standardradio drin. Das werden wir austauschen gegen ein Doppeldienradio mit Navi. Das ist so die erste Umbaumaßnahme. Damit Rückfahrkamera und Freisprecheinrichtung. Rückfahrkamera brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Das Auto hat PDC. Hört man gerade nichts von. Dazu komme ich auch gleich. Warum? Ich habe mich ein bisschen Mist gebaut. Aber ich finde, das ist halt einfach bei dem Radio dabei und dann kann man es halt auch einbauen.
Ja, dann fehlt hier eine Armlehne, die würde ich auf jeden Fall noch nachrüsten wollen. Das ist einfach auf Langstrecken halt echt bequem, weil wenn wir schon Tempomaten so haben, dann fehlt hier auch eine Armlehne. Ja, sonst ausstattungsmäßig haben wir halt einfach bei einem Polo nicht wirklich viel, bis auf halt noch die Nebelscheinwerfer vorne. Es ist ein Dreitürer, kein Viertürer, es ist ein Dreitürer. Und ich würde mal sagen, ich zeige das Auto auch jetzt mal von draußen. Das ist der Wagen jetzt mal so von draußen gezeigt. Wir haben ja auch schon andere Felgen drauf, aber das nur gezwungenermaßen. Hier waren eigentlich echt passende Felgen original drauf, nur da waren die Reifen ja relativ kaputt. Ich habe jetzt einfach die Felgen von meinem alten Golf hier genommen. Ich finde, sie stehen im Auto jetzt nicht. Ich finde, das sieht einfach zu verbastelt aus. Fand ich echt nicht schön, aber als Übergang, was will man machen? Funktioniert erstmal. Hier ist der 1,2 Liter Dreizylinder. Öl- und Wasserverbrauch müssen wir uns mal angucken. Steuerkette macht soweit keine Geräusche. Ja, wie gesagt, Auto ist halt schön schwarz gehalten. Und sieht jetzt auch sehr, sehr ehrlich aus. Also hier ist keine Motorwäsche oder sowas gemacht worden. Sieht sehr, sehr dicht aus, der Motor. Und fährt sich auch sauber. Was auf jeden Fall gemacht werden müssten, sind die Bremsen von dem Auto. Aber die würde ich sogar so neu machen. Ist einfach ein sicherheitsrelevantes Teil. Das heißt, die müssten wir vorne und hinten neu machen. Dann auf jeden Fall mal ein Service. Sonst ist hier außen eigentlich nichts geplant, bis auf vielleicht andere Birnen nochmal, hellere. Die dann einfach nochmal so ein bisschen die Sicht verbessern, obwohl der gar nicht mal so ein schlechtes Licht hat. Aber sonst ist außen vielleicht dann noch die Scheibentönung hinten, aber ist auch einfach aus Schönheitsgründen und generell aus Sonnenschutz. Ich meine, die sind schon koloriert, aber so ganz schwarz wäre, glaube ich, doch ein wenig cooler. Dann habe ich hier noch eine Anhängerkupplung nachgerüstet. Von Steinhof. 120 Euro, die kann ich mal unten in der Videobeschreibung verlinken. War relativ easy zu montieren. Da habe ich einfach hinten die Rückleuchten angeschlossen. Aber wir haben hier PDC, wie gesagt. Aber ich habe vergessen, die PDC-Leiste anzuklemmen beim Montieren. Heißt, ich muss die Tage noch Stoßstange runternehmen und die PDCs anklemmen. Also ist halt nur ein 1,2 Liter 13 mit 70 PS. Muss man ganz klar erwähnen. Ne? Sage ich immer wieder, es ist jetzt kein VW Touran mit einem 1,9 TDI, der was weiß ich, wie viele Tonnen ziehen kann. Aber für einen kleinen 750 Kilo Anhänger, um da ein bisschen reinzuladen, reicht das. Ich habe zwar auch einen BE-Führerschein, ich dürfte einen größeren Anhänger fahren, aber das reicht doch ehrlich gesagt völlig aus. Und ja, wie gesagt, Fahrzeug ist so an sich echt sauber. Ich blende einfach jetzt nochmal hier mal kurz ein paar Bilder ein, wie das Auto vorher aussah. Ich habe hier noch das Emblem abgemacht, das Polo-Emblem. Das war relativ kaputt von dem Chrom und dann dachte ich so, komm, dann kannst du direkt abmachen. Aber sonst soll das Auto eigentlich relativ so bleiben, wie es ist. Es läuft sauber, es hört sich sauber an. Und ja, jetzt die erste Zeit fährt mein Vater damit, weil ich jetzt so eigentlich noch keine Verwendung für den Wagen habe bis Oktober, weil ich den Focus halt, wie gesagt, jetzt momentan fahre. Und für mich wäre der Wagen jetzt erst ab November erst richtig interessant, weil dann halt der Focus, der ist ja auf Saisonkennzeichen von 4 bis 10. Zu dem Focus konnte ich jetzt auch nochmal ein Video, wie er jetzt momentan so aussieht. Bin ich doch einige schon mitgefahren. Aber ihr werdet den Polo trotzdem öfter sehen, wie gesagt, damit werden wir trotzdem ein paar Roadtrips in der nächsten Zeit mal machen, denke ich mal. Solange das Geld es zulässt. Ja, und soweit zu dem Polo. Das ist erstmal unser neuer Roadtrip-Begleiter. Den machen wir einfach nur ein bisschen alltagstauglicher. Wie gesagt, jetzt hatte ich schon eine Anhängerkupplung dran. Ist auch nur eine starre. Weil, wie gesagt, mich interessiert es optisch jetzt eigentlich nicht so 100%. Wie ein Zweiradio, verschiedene Getränkehalter oder sowas reinpacken. Muss man mal gucken. Ein, zwei Sachen werden wir machen. Generell, das Auto ein bisschen gemütlicher wird für den Alltag. Und dann war es das auch schon mit diesem Video. Nur mal zu diesem Polo 9N3. Ich werde euch davon berichten, wie zuverlässig er jetzt ist und was er in der nächsten Zeit alles haben wird an Reparaturen, ob er vielleicht gar keine Reparaturen hat und was das Auto jetzt so kostet, werde ich auf jeden Fall ein Video drüber machen. Ich kann das Auto als Anfängerauto auf jeden Fall voll empfehlen. Ach, was ich eben noch vergessen habe, wir haben hier eine Spiegelheizung, sehe ich gerade. E-Fensterheber haben wir natürlich auch. Ja, aber ist halt nur ein Polo, ne? Aber als Anfängerauto finde ich ihn echt super. Er fährt sich halt wirklich sehr, 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 sehr ruhig, auch im Stand. Es ist easy einzuparken und
ich finde das Auto für einen Anfänger, der gerade anfängt zu fahren, und einfach nur ein günstiges Auto sucht, echt super. Und das Auto verbraucht wirklich fast nichts. 5 Liter. Dann kann der verträgt noch E10. Da können wir auch mal einen kleinen Vergleichstest machen. Wir machen einen Vergleichstest. Ich werde das Auto jetzt eine Zeit lang mit E10 betanken, werde den Verbrauch per Spritmonitor berechnen und werde dann einmal durchgehend super tanken und sehen, bei gleicher Fahrweise, ich versuche die Fahrweisen möglichst gleich zu halten, ich fahre ja immer so durchschnittlich, ich fahre mal was schneller, mal was langsamer, aber ich versuche es da gleichmäßig zu halten. Dann schauen wir am Ende, verbraucht er mit E10 vielleicht mehr als mit Super und ist vielleicht E10 doch nicht so rentabel? Das wäre auch nochmal so ein kleines Video, was mir jetzt gerade einfallen würde. Focus darf leider nur Super haben, da können wir einen Vergleichstest nicht machen. Der würde auch nur Super von mir bekommen. Jetzt in Holland musste ich einmal Super Plus tanken, weil sie halt keinen normalen Super hatten. Der hat nur E10 und Super Plus. Naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, wenn ihr weiter dieses Polo-Projekt verfolgen wollt oder auch generell diesen Kanal verfolgen wollt, lasst doch gerne ein Abo da. Bis zum nächsten Video und ciao.